Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das ist mal wieder ein Black Ops 3 Case Opening. Wie ihr seht, haben wir oben rechts 161 Kryptos. Also davon können wir uns mal wieder ein paar Kisten holen. Ich habe jetzt sehr lange gebraucht, um zu spielen, da ich in letzter Zeit gar keine Lust auf Black Ops 3 hatte. Aber, wollen wir direkt anfangen, es gibt so geile Waffen, ich will die unbedingt ziehen, deswegen ziehen wir direkt erstmal eine seltene Vorratskiste. So, jetzt bin ich mal gespannt. Komm schon! Was ist das? Okay. So, ein episches haben wir. Kriegsgezeichnet, das ist für die LK9 eine Tarnung. Die sieht doch sogar mega geil aus. Okay, gerade die nächste. Los geht's. Felo? Okay. Ah, wieder nur Tarnung. Ach, für die VMP Licht? Okay. Legendär sogar. Nice. Ach, uns wurden auch nur einmal und die Kryptos abgezogen, ist ja geil. Und gerade noch mal. Komm schon, ich will eine geile Waffe, diese MX Garant oder so. Ah, wieder nur ein Tarn. So, und hier haben wir einmal eine Geste, wie die M87 schon Staubtanne. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und einmal eine Folie für den Zahn. So, machen wir mal eine normale. Gucken, was da so schönes drin ist. Schlangendolch, Folie. Boah, sieht das geil aus. Jo, sieht die Folie geil aus. Dann haben wir noch so eine Art Joker, Chester-Folie. Und hier noch eine Geste. Okay. Oder warten wir, machen wir dann selten auf. Ich brauche unbedingt diese geilen Waffen. Oder so eine Brechstange. Oh, wieder eine Tarnung. Okay, das ist mir Kupferstich. Alter, sieht die geil aus. Yo. Und hier noch ein Pharao. Kopf. Und dann noch Sturm. Aha, ein Fadenkreuz. Krass. Krass. Okay, machen wir wieder eine normale. So. Eine Angriff, Siegkarte. Okay, ist jetzt nicht so mein Ding. Dann einmal Dschungelkatze. Okay, ist ein Lackier-Emblem-Material. Und was haben wir hier? Was Legendäres? Meisterschütze für die Shiva, eine Großkaliber-Variante. Oh, das ist ja cool. So, und die nächste. So, einmal jetzt Kontrast für die 48 Dredge. Die Tarnung, dann einmal eine Vespa-Staubtarnung. Okay. Und dann eine Raid-Visitenkarte. Sieht gar nicht so schlecht aus. So, und die nächste. Für die die Halluzination Tarnung, die haben wir schon für viele Waffen, diesmal für die Shotgun, für die 2.5 Preci. So, dann einmal die Knochenfolie und eine Wikingerfolie. Okay, so, und jetzt die letzte normale. So, komm. Oh shit. So, Funken, die ist eine Shiva Tarnung, sieht mega geil aus. Dann einmal eine königliche Tarnung und einmal eine Kampffolie. Okay, so, und jetzt Leute, los, ich will jetzt eine geile Waffe, auf geht's. Komm schon, gib mir was Geiles. Fuck. So, jetzt haben wir keine Chance. Ach, das ist ein Spot. Okay, dann einmal Prestige Tarnung für die SVG 100, mein Lieblingssniper. Oh, die sieht sogar geil aus, die Tarnung. Und dann einmal eine Lob mich backt. Okay, eine Geste halt. Alles klar. So, mal gucken, ob wir Doppelte haben. Doppelt eintauschen. Jawohl. Jetzt haben wir 13 Kryptos. Okay, eine normale geht noch. Okay. Okay, war jetzt nichts Besonderes. Eine Pyramide, ein Fadenkreuz. Tarnung für die Highmaker. Sieht scheiße aus. Kommandozentrale in Fadenkreuz. Okay, sieht auch mega kacke aus. So, ich möchte euch jetzt nochmal gleich die Tarnung zeigen für die K144. Da würde ich sagen, bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder zurück. So, das ist jetzt einmal hier die Tarnung für die K144, die wir eben gezogen haben. Also, ich muss sagen, der Kiste sah ein bisschen geil aus. So, jetzt haben wir nicht so gutes Licht. Ich bin gerade auf der Map Metro. Jetzt sieht man sie besser.
Ah, die sieht schon mega geil aus, richtig schön gold verziert. Ja. Also da haben wir schon guten Shit gezogen. Trotzdem hätte ich lieber gerne so eine Brechstange gezogen. Oder diese MX-Garant, wie auch immer. Vielleicht beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.